wir hier in der WG, wir wollen hier jemand haben, und damit meine ich jetzt nicht bloß Frauke und Silvia, sondern gerade auch mich als Mann, wir wollen hier jemand haben, der sich beim Pinkeln noch setzt. Also damit habe ich kein Problem. Ja, und auch Frauke hat. Damit war die Eintrittskarte für die Wohngemeinschaft gelöst. Denn als Rollstuhlfahrer sitzt René van Roll zwangsläufig sehr viel. Und nach lernt der Neuzugang die anderen Mitbewohner besser kennen. Da wäre zum einen Polunder Joe und dann die junge Dame aus dem Zimmer nebenan. Und du, Sylvia, du schreibst dich mit dem schönsten Y der Welt. Und mit diesem Y. Rennst du jeden Tag durch den Grüneburgpark. 15 Jahre WG-Leben liefern ausreichend Geschichten für ein abendfüllendes Programm. Und an seinen unterschiedlichen Begegnungen lässt René van Roll die Zuschauer im Frankfurter Kellertheater gerne musikalisch teilhaben. Wieder keine Antwort. Aber ich bekam eine SMS. Bete gerade. Sie liest die Bibel bestimmt jeden Tag. Sie betet immer. Der frühere Verwaltungsbeamte und heutige Musikkabarettist hat die Namen seiner früheren Mitbewohner verfremdet und die Charaktere überzeichnet. Die Tatsachen jedoch, die stimmen. Sie ist so gütig und nie überdreht. Sie lobt den Himmel, weil Gott das will. In ihrer Nähe, da werde ich ganz still. Sie ist so fromm, so fromm, so fromm. Oh Mann, ich komm, ich komm, ich komm nicht an sie ran. Sie ist begehrt, begehrt, begehrt. Und dann war da noch die Mitbewohnerin, die ihm die wahre Übersetzung des englischen Wortes prägnant vor Augen führte. Ich war tatsächlich mit dem Kreißsaal dabei und durfte die Nabelschnur durchschneiden, weil sie hatte sonst niemand, und ich weiß halt aus eigener Erfahrung, als Rollstuhlfahrer macht man die Erfahrung öfter mal, dass wenn man Schmerzen hat, dass es dann gut ist, wenn jemand da ist. Und so war ich halt mit dabei und wieder eine Erfahrung reicher. Das war spannend. Also mein WG-Leben ist sehr bunt. Und ich genieße das. Was René van Roll ebenfalls genießt, ist seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, so wie hier im Theresienzentrum in Offenbach. Das hätte sich der Musikkabarettist gar nicht träumen lassen. Vor 13 Jahren musste er lange dazu überredet werden, die Leitung eines Kinderchores zu übernehmen. Die Zusammenarbeit hat sich weiterentwickelt und heute können die Jugendlichen Klavier, Schlagzeug, Gitarre oder auch das Singen bei ihm lernen. Eine Bereicherung offensichtlich für beide Seiten. Wenn ich mich aufrege und ich dann Musik mache, dann ist es... Dann rege ich mich nie auf, wenn ich Musik mache. Außer wenn René es wieder übertreibt. Wenn er mir was zeigen will und übertreibt. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, ist tatsächlich so, dass Musik manchmal wieder in den Takt bringt. Die Leute, die vielleicht außer Takt geraten sind. Mir macht es ganz großen Spaß. Das ist für mich hier der beste Job der Welt. Und davon hat René van Roll noch einen, wenn er als Kabarettist unterwegs ist und vom Leben als WG-Mitbewohner und als Rollstuhlfahrer erzählt. Ich habe mich entschlossen, eine Interessengruppe zu gründen. Ich habe auch schon ein Logo, die durchgestrichene Treppe. Euch, meinen Brüdern von Ravensburg bis Riad, ruf ich zu. Roll Dschihad, schon lange hab ich von dir geträumt. Oh, Roll Dschihad, doch hätte ich dich zu machen wegen all der anderen Sachen fast versäumt.